Weltladen ist ein Fachgeschäft für fairen Handel. Hier werden Produkte aus den Entwicklungsländern verkauft und die Menschen in den Entwicklungsländern bekommen dafür einen ordentlichen Preis, wo sie leben können davon. Also das ist entstanden einfach erstmal über die Händler, dann durch Besuche und Gegenbesuche. Und da hat man halt dann irgendwo seine Herzensprojekte gefunden. Und die sind unserem Weltladen auch ganz, ganz wichtig. Und wir verknüpfen sehr gerne das Faire mit dem Regionalen. Der Apfel-Mangosaft zum Beispiel. Die Mangos kommen aus den Philippinen und die Äpfel kommen aus den heimischen Streuobstwiesen und der Saft wird von der Firma Greimel in Laufen produziert. Vater Schekallen, viermal für den Friedensnobelpreis nominiert, hat uns vielfach schon besucht hier in Mitterfelden, durfte sich auch ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen und da haben wir eine ganz schöne Beziehung und da haben wir ganz viele Produkte aus diesem Projekt und da werden eben Kinder unterstützt. Einmal Gefängniskinder, Kinder, die unschuldig eingesperrt sind in den Philippinen, werden befreit und missbrauchte Mädchen kriegen eine Therapie. Frischprodukte haben wir jetzt das ganze Jahr über die Bananen und im Winter haben wir dann auch Orangen, Mandarinen, Zitronen, alles in Bio-Qualität. Wir bekommen das von Banner Fair, der Sitz ist in Gelnhausen, die kümmern sich um die Logistik und von dort bekommen wir sie wöchentlich frisch zugestellt. Wir haben ein Alpaka-Strickprojekt in Bolivien, das habe ich auch schon besucht, war auf über 4000 Metern in El Alto, die ärmste Stadt in Bolivien. Da werden unsere Strickwaren aus reiner Alpaka-Wolle handgestrickt. Und es ist ein ganz tolles Projekt, wo sehr, sehr viel Hilfe bei den Frauen, vor allen Dingen in Bolivien, ankommt. In den Philippinen, weiß man ja, gibt es ganz viele Naturkatastrophen aufgrund der Umwelt. Und einmal bei einer Katastrophe wurde alles kaputt gemacht. Nichts mehr war da von den Bauern. Die ganzen Felder, alles war kaputt, die Zuckermühle kaputt. Und da haben wir als Weltladen mitgemacht und haben gespendet, damit wieder eine Zuckermühle gebaut werden konnte und die Bauern wieder produzieren können. Und diesen Zucker verkaufen wir hier bei uns im Weltladen. Kein Mensch spendet den Menschen irgendwas. Die Menschen produzieren für uns Bio, in Bio-Qualität, in wirklich toller Qualität, kriegen dafür einen ordentlichen Preis, werden nicht ausgebeutet, können von ihrer Händearbeit leben. Das stärkt sie natürlich. Und die machen das mit einer Liebe und einer Leidenschaft und das habe ich schon ganz viel erfahren bei meinen Projektreisen in diese Länder. Nachdem wir ja im Weltladen alle ehrenamtlich arbeiten, können wir das, was wir erwirtschaften, auch wieder in diese Länder zurückgeben für soziale Projekte. Und das ist für die natürlich wichtig. Diese Spenden nehmen sie dann gerne an. Ich stelle gerne dem Weltladen die Räume im Pfarrzentrum zur Verfügung. Ich bin auch gerne Vorsitzender im Förderverein, im Freundeskreis Eine Welt. Es ist ja geradezu eine Christenpflicht, dass wir die Menschen, die uns Kaffee und vieles andere produzieren, dafür auch fair entlohnen. Gerade in Deutschland haben wir es wirklich nicht nötig, auf Kosten anderer zu leben.